sag euch ehrlich, die Leute auf TikTok, die sind dumm. Ich würde fast wirklich sagen, dass einige Leute auf TikTok sehr dumm sind. Ich hatte Langeweile gehabt, Leute waren mal wieder so auf TikTok gewesen und hab mir einige Kommentare durchgelesen, ne? Ich mach das öfters mal, einfach so die Kommentare von den Leuten lesen. Und meistens, da muss man ja auch wirklich sagen, sind so viele sehr, sehr junge Leute auf TikTok, was doch nicht mal schlimm ist, dass die auf TikTok sind. Bro, wenn du 11, 12 bist, auf TikTok bist, alles gut. Aber das, was ich am meisten cringe finde, wenn sich diese 10, 11, 12-Jährigen dann auch wirklich so benehmen und nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen, ne? Ich lese mir so einfach so ein paar Kommentare durch von Leuten, die unter Fortnite-Videos runterschreiben: Fortnite ist scheiße, die neue Season ist kacke. Ihr seid alles Fortnite-Kiddies. Ich denke mir so, oh, okay. Guckst du einfach mal auf dem Profil von den Typen, was das für ein Typ ist. Der schreibt dann noch so, der Typ hat dann auch unter anderen Kommentaren so runtergeschrieben, sowas wie: Ich hasse Fortnite. Fortnite ist scheiße. Na, ich denke mir so, okay. Dem muss ja Fortnite gar nicht gefallen. Das muss ja echt einer sein, ey, der hat mal Fortnite gezockt. Oder so stellt man das zumindest sich vor. Das muss ja ein Typ sein, der mal Fortnite angezockt hat und festgestellt hat, ey, Fortnite ist nicht so mein Game. Ist ja auch legitim, gar kein Problem. Ich gucke so auf seinen TikTok, scroll so ein bisschen runter, hat so ein bisschen gedauert, ne? Der hat echt 20 Milliarden TikToks hochgeladen. Sehe ich auf einmal, wie der vor einem Jahr Fortnite-Videos hochgeladen hat. Und wir reden hier nicht von ein, zwei Fortnite-Videos, gefühlt 200 Videos über Fortnite. Okay, da dachte ich mir so, also dafür, dass er das Spiel so scheiße findet, hat er aber echt sehr, sehr viel Fortnite gezockt. Sehr krasser Typ. So. Ich guck weiter. Ich dachte mir so, der Nächste schreibt auch so rein: Fortnite ist scheiße, wer spielt noch Fortnite? Ich guck mir rein. Bro, der Typ hat gefühlt 2 Jahre lang sein TikTok hat nur aus Fortnite bestanden. Wisst ihr, warum diese Fortnite-Community aktuell so Müll ist? Soll ich es euch sagen? Weil diese ganzen Ottos, guck mal, das gibt so Leute, die haben so, guck mal, Fortnite ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre draußen, oder? 4 Jahre, Leute? Ja, 4 Jahre ist Fortnite draußen. Ungefähr 4 Jahre, ist ja auch, spielt ja gar keine Rolle. Das sind so Leute, die haben so Chapter 1 mal Fortnite gespielt und haben auch wirklich in diesem Spiel ihr Leben gelassen. Die haben Real Talk wahrscheinlich, so wie ich das so schätze, haben so am Tag 5, 6 Stunden, das sind so richtige, ihr wisst, Leute, ihr kennt doch diese Creative-Schwitzer, so, weißt du? Das sind so Leute, Alter, die haben wirklich ein Jahr bis 1,5 Jahre, wo Fortnite halt unnormal im Hype gewesen ist, ihr Leben in Fortnite reingeballert. Und dann haben die irgendwann, was ja auch legitim ist, haben die gesagt, ey, pass auf, ich höre jetzt auf mit Fortnite, macht mir nicht mehr so viel Spaß. Ist ja auch okay. Und das sind die Leute, die jetzt Fortnite haten, weil sie selber nicht mehr Fortnite spielen. Logik? Was ich halt nicht verstehe, ne? Man kann ja sagen, ey, pass auf, ich habe 1,5 Jahre Fortnite gespielt. Nach 1,5 Jahren, Fortnite ist jetzt nicht mehr so mein Game, macht mir keinen Spaß mehr. Aber das sind wirklich so Leute, die dann schreiben, ah, Fortnite ist kacke, wer spielt noch Fortnite? Fortnite ist scheiße. Und schreiben das unter jeden Kommentar runter. Ich denke mir so, Bro, du spielst doch gar kein Fortnite mehr. Woher willst du denn jetzt aktuell wissen, dass Fortnite kacke ist? Das habe ich auch unter ganz vielen Season 7 Videos gelesen. Dass die Leute runterschreiben, Fortnite ist kacke. Die haben wahrscheinlich seit ein Jahr kein Fortnite gespielt, aber schreiben das immer noch irgendwo unter den Kommentaren runter. Ey, es ist so cringe, Digga. Es ist wirklich. Am besten ist immer noch die Beleidigung Fortnite Kiddy. Und jetzt, ey, guck mal, ich will auch wirklich. Die Leute schreiben auch in den Kommentaren, wie ich Fortnite spielen kann. Und Fortnite ist ein Kinderspiel, ne? Also guck mal, Leute, ne? Also darüber brauchen wir gar nicht reden, Leute. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist, also, man dürft Fortnite, weil ich älter bin als 18, dürfe ich kein Fortnite mehr spielen, weil das ein Kinderspiel ist. Ey, du kannst die dort teilweise auf TikTok nicht ausdenken. Ich sagte echt, ich könnte 300 Videos machen über TikTok. Ja, ja, also jeder, der über 18 ist, Fortnite deinstallieren, weil Fortnite ist ein Kiddie-Game. Aber selbst Fortnite 2 Jahre lang gezockt, so, wisst ihr? Ich sag euch ehrlich, Leute, also das ist teilweise cringe. Auf TikTok verdient man Geld, Bro. Ich glaube, bei TikTok verdient man für 1 Million Views 30 Euro oder so, keine Ahnung. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich habe auf TikTok die Monetarisierung nicht mal beantragt. Nicht mal beantragt, weil es mich einfach echt null juckt.